Kann ich nicht einfach sagen, scheiß drauf, ich schwimme? Was, wie kann ich das angehen? Die kommen ja nicht rein, weil die beide ja zu sind, die Mission. Da steht ja das andere vor noch. Das ist ja das, mehr oder weniger. Kann ich da schwimmen? Ist das möglich? Ich habe natürlich gar nichts an Mission Kugel. Alle außer Großberg! Hopp und Bramsegel setzen! Ärgern Sie! Das ist ein Kriegsschiff, Sir! Spanier! Ein Wrack mehr! Jetzt muss ich wahrscheinlich die Schiffe da rauslocken, oder was? Wir sind sicher! Captain, Fleisch für die Suppe! Nur eine Harpune entfernt! Ich lasse die Briten jetzt mal machen. Die locken jetzt die Spanier da raus, ist der Nummer. Vielleicht reicht das ja. Ja, das mit den Briten dran und wir versuchen es jetzt gerade mal. Und wir versuchen jetzt hier mal außen rum zu segeln. Das kann natürlich klappen. Das kann ja funktionieren. Theoretisch. Dass wir sagen, wir sind nicht mehr im offenen Weg. Und wir haben jetzt gerade tatsächlich die Dings, die Briten in den Arsch gerettet. So ein bisschen. Jetzt kann ich die Mission angehen. Cool. Aber wie gesagt, wir werden jetzt eh gleich die Folge enden müssen. So. Jetzt akzeptieren wir mal eben kurz die, dass wir da zu dem Dings gehen, zu dem, jetzt sind wir zumindest mal am Ziel. Zumindest jetzt, ja, es tut mir leid, dass wir jetzt gerade so ein bisschen. Aber wie gesagt, die Sache, die Mission, die gehen wir dann in der nächsten Folge an. Und das wird dann vielleicht die letzte Folge überhaupt werden. Bis dahin, tschüss. Ja, es tut mir leid, wie gesagt, nicht die Schiffe jetzt, aber. Ich nenne die Folge einfach unerwartete Unterstützung und Gutes. Bis dann. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag und wir sind. Wer ist dieser Torres? Und was hat der Mann getan? Auf dem Weg zur letzten Mission. Er ist ein Templer. Die Rogers und Tornikon. Männer, die Pläne schmieden, wie sie das Observatorium missbrauchen kann. Für Macht und Kontrolle. Die Gewalt, die er damit ausüben würde, wäre subtil, aber schwerwiegend. Tödlich und doch spurenlos. Ergibt das einen Sinn? Wenn es eine Dürre gibt und die Menschen Durst leiden und ein Mann hat ein großes Fass Wasser und teilt es nicht, er wäre ein Mörder ohne Blut an den Händen. Ei, genau so. Ich verstehe. So, wir sollen die Küstenerei erreichen und gefangene Hüter retten. Optional zumindest. Okay, wir werden tatsächlich begleitet. Nein, sie sind hier. Irgendwo im Dschungel. Stimmt, hier sind wir schon mal gewesen. So, genau, hier sind wir schon mal durchgegangen zum Observatorium. Und da müssen wir jetzt noch mal hin. Da vorne. Was sollen wir tun?
So, warte mal. Das hatten wir ja schon mal gehabt, das Thema. Güter befreien. Gut, dass ich jetzt nochmal aufgeräumt habe, ein bisschen. Sieh dir das an. Kadaver meilenweit. Sie kamen mit aller Grausamkeit, die sie besaßen. Dabei ein bisschen aufpassen, Sven. Das ist doch viel zu wenig los. Es ist erstaunlich wenig los. Achso, ja, wichtig. Boah, Alter, wie sieht das hier aus? Das ist ja gar nichts. Komm oder kaum. Links sein. Schade, der ist unten, ne? Ja. Aha, so viel zum Thema. Friss jetzt. So, die zwei befreien wir noch schnell. Sollen wir ja. Wir sollen ja Feinde befreien. Das heißt, wir werden wahrscheinlich optionale Ziele in dem Bein noch machen können. Warte mal, hier ist irgendwo noch eine Kiste. Hier. Die ich gerne nochmal schnell mitnehmen möchte. Ja. Ich habe natürlich jetzt das davor gelöscht. Quasi mehr oder weniger, dass wir jetzt mit der letzten Mission auf jeden Fall anfangen. Ich dachte, wir haben ein bisschen aufgenommen, aber nein, wir werden in die Mission gehen. So. Keine Sorge, die kriegen wir alle noch, die kleinen Kollegen hier. Ich sehe aber gar nichts, das ist das Problem an der Sache. Es ist so dunkel, ich sehe nichts. Da müssen wir lang. Wir sind am Observatorium. Alles sehr eigenartig. Was ist das? Später, Anne. Ich erzähle es dir, wenn wir fertig sind. Wann habe ich das hier gar nichts? Wir sind aber, glaube ich, auch falsch.
Wir müssen da irgendwo hoch, glaube ich. Nee, das ist falsch. Oder? Nee, guck mal, Josef, wir sind da oben. Dann. Letztendlich solltest du eigentlich mehr oder weniger mal kurz darüber. Man, jetzt, wenn die Typen nicht befreien, ist es auch nicht so tragisch. Hier Wache. Niemand darf mir folgen. Bereit für noch ein Dutzend Kämpfe. Ei! Na dann. Die Piernas! Oh, die Piernas! Venga, muévete! No puedo! Die Piernas! No responde! Was soll man denn da machen? Na nun, was kommt denn da jetzt dazwischen noch? Ich sehe aber nichts. So. Ich muss ja da irgendwie rüber, oder nicht? Aber wie komme ich da jetzt rüber? Das schaffe ich nicht, da rüber zu springen, oder? Nee, ja nicht. Wie soll ich da rüber? Das ist eine große Frage. Nee, das schaffe ich nicht. Niemals. So kann ich nicht. Warte mal, noch könnte man. Darüber? Nein, auch nicht. Doch, natürlich. Noch mal klettern. Das Problem, wenn das nicht alles so dunkel wäre, würde ich das relativ easy finden. Ja, das war überhaupt. Das war unnatürlich. Ich lad mal ruhig deine Scheiße zusammen.
muévete. ¡No puedo! ¡Mis piernas no responden! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Moriremos todos! ¡Mastro y yo! ¡Levántate! ¡No quiero dejarte aquí! ¡Será vuestro funeral! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No me abandonéis! ¡Está aquí! ¡El pirata está aquí! Du hättest eigentlich da ranspringen können, aber gut, das willst du scheinbar nicht. Ja, warum, ey, zur Hölle? Kannst du nicht um mich laufen? Ich dachte, ich kann da ranspringen. Nö, kann ich aber nicht. Also gut, war nicht. Aber ich. Ich weiß nicht, wie ich da. Soll ich da irgendwie ranhüpfen müssen oder? Das sieht zumindest so aus, als müsste das. Ich kann. Das Problem ist, es ist aber arschdunkel. Also das Ding ist ganz dunkel. Kann ich irgendwie das Bild deutlich höher stellen? Ja, ich brauch's nicht. Option. Video. Helligkeit. Sorry, das ist mir sonst einfach zu dunkel. Das Video wird sich beeinträchtigen, aber ich sehe sonst nichts. Jawohl. Natürlich nicht. Die. Wie gesagt, für euch wird es nichts weiter mit passieren. Está aquí. ¡El pirata está!
Jetzt sehe ich zumindest ein bisschen was. Nein, du sollst doch nicht runterspringen! Oh Mann, du sollst nicht da runterspringen, du sollst da rüber! Nö, ich springe einfach dran vorbei, geradezu. Oh, Bob ist mir nass! So hört sich das zumindest an. Tschüss. So. Ich muss ja darüber erstmal. Warum springst du zur Hölle? Weil ich kann. Wenn ich dich immer, wie gesagt, das meine ich halt mit den ganzen Dialogen. Das meine ich halt mit den Dialogen. Du musst dir 100.000 Mal die gleichen Dialoge anhören, wenn du da. Ja, jetzt springst du dich mal drauf. Das meine ich halt. Du musst dir 100 Mal dieselben Dialoge anhören. Das habt ihr den Scheiß schon jetzt paar Mal. Bob ist mir nass. Ja, schön für deinen Bob. Mano. Das ist schon nicht so an. Nicht schon wieder, bitte. Wie zur Hölle? Ah, darüber. Vermute ich zumindest. Na, oder auch nicht. Oh, du springst da vorbei an dem Ding. Ey, ernst? Ich will doch nur diese scheiß Mission nicht. Guck mal, komm, ey, du machst ja. Aber der fehlt aber auch die ganze Zeit.
Ja. Ich will noch nur darüber. Also der Sinn ist ja sehr wahrscheinlich, du musst darüber springen. Also ich habe im Willen, dass ich die Kamera nicht so sehe, wie ich sie gerne hätte. Schnitz jetzt. Oh, spring doch da ran, ey! Das ist das Problem an dir, ne? Oh, das ist mir nass! Also komplett drüber komme ich nicht. Ich muss halt irgendwie jetzt da, muss ich oben über die Dings drüber. Über den Balken dort. Zumindest was der Gedanke dahinter ist. Noch. Jetzt spring nicht da. Er hat, ey, das ist... Ja, du, dein dir ist nass, meine Fresse, lass mich in Ruhe jetzt. Das regt mich einfach nur auf, dass du tausendmal diese scheiß gleichen Dialoge hast. Fresse jetzt. Jetzt haben wir ihn zumindest da oben. Siehst du, das meine ich halt. Du musst halt. So. Okay, da nicht. Jedenfalls zumindest das geschafft. So, weiter. Wir sind aber schon bei 27 Minuten. Ich mache hier mal einen kleinen Break. Jedenfalls zumindest das geschafft. So, weiter. Wir sind aber schon bei 27 Minuten. Ich mache hier mal einen kleinen Break. So, weiter geht's heute mit dem letzten Teil von Assassin's Creed. Registrarlo todo. Hay
Hay que parar esta locura. Das war jetzt nicht beabsichtigt so. So, jetzt muss ich da hoch oder was zu dem? Fährst du das Ding? Fährt das Ding jetzt hoch oder was? Nö, scheinbar nicht. Geil. Wo will ich denn? Wie komme ich zu dem Typen jetzt ran? So, scheinbar nicht. Okay. Ich will da irgendwie mal... Rein kann ich da nicht, ne? Keine Ahnung, warum der jetzt so, warum er jetzt da nochmal runter, warum er nicht runter, aber drauf geht. Also ich will da ja hoch. Ich muss ja zu dem. Aber zumindest haben wir. Oder kann ich den töten? Feuer töten müssen. Oder auch nicht. Ja. Ich will doch mal diese Mission schaffen. Ey, das ist gut. Also, ich weiß, kommt. Okay, runterspringen jetzt nicht, weil wahrscheinlich hochklettern. Ist so meine Meinung, meine Vermutung mal. Ich hätte vorher schon töten müssen, ich hätte schon da hoch genug. Ich habe jetzt bewusst, wie gesagt, der komplette Fernseher links gestellt. Gehabt. So, ich warte, bis da weg ist, dass ich da rüberkomme. Naja, ist gut. Ach ja, Fall. Ist okay. Lass es einfach sein. Einfach da unten liegen lassen. So, Leben ist. Ich will doch nur den Typen töten. Oh.
Travis, ich komme. Ich hätte dich falsch schon abgedreht. Du wirkst ein bisschen mit der scheiß Waffe. Wie weit geht das jetzt? Ja, da geht doch rüber. Okay. Scheiß Licht, Alter. So. Ah, ich will doch nur, diese scheiß Mission zu Ende kriegen. Aber nicht immer mit solchen Fails. So, jetzt wieder eine Waffe oder was? Scheinbar klappt's nicht. Also, wie komme ich jetzt darüber? Das ist die große Frage. So. Oh. Was ist das für ein Mist, ey? Niemand dran, oder? Mysterien, die deine kühnsten Vorstellungen überschreiten. Okay, so viel zum Thema. Kugeln ist nicht. Ich habe mal beschwört, der hier so die ganze Macht heraus. Was heißt Macht, aber. Ihr wisst, was ich meine. Wie komme ich da rüber zu dem? Springen kann ich ja nicht, ne? Das ist bitte nur. Okay. So ist es. Das klappt schon mal gar nicht. Aber wie krieg ich den jetzt down? Okay. Das heißt, ich darf... Warum auch immer du jetzt alles wieder... Ach, PC, lass mich doch einfach heute dort Ruhe. So.
Wie mache ich das? Also hier war ich schon mal hier oben. Da muss ich darauf jetzt? Scheinbar, ne? Ja, der hat dann drüber und dann drauf, oder was? Ja, das sieht so aus, als wäre das wirklich so der Fall. Krieg ich das hin? Nein, das kriege ich nicht hin. Ich war schon oben. Ach Mann. Ja, das ist schon nur der richtige Weg. Also da runter wahrscheinlich, dann auf die Dinge, auf die Stelzen da drauf und dann einmal rüber. Da kann ich das, der geht nicht, ne? Wieder zurück. So. Ach, Mann, ey. Ja, du hättest nur die scheiß Hände ausstrecken müssen. Du hättest nur deine Hände ausstrecken müssen. Nein, ich springe da erstmal. Ich springe doch lieber mit dem Kopf dagegen. Also ich vermute, wie gesagt, dass wir da auf jeden Fall ran müssen noch. Es hat sich ja voll gelohnt, da reinzuspringen. So, also probieren wir es nochmal. Das hat sich aber natürlich gelohnt. Ich will die Mission endlich schaffen. Und dann hätten wir das Spiel wahrscheinlich fertig. Aber wie gesagt, das dauert jetzt alles noch ein bisschen. Ich probiere jetzt noch mal bis da hoch, dann mache ich einen kleinen Folgenbreak. Genau jetzt. Oh, du Glück hast. So, jetzt gleich warten, Moment warten, bis wir da rüber. Da springe am besten direkt rüber. Ey. Ich habe doch im Moment gesagt, warte doch. Nein, nein, ich springe direkt rüber. In das. Geh nicht ins Licht. Säckel. Warum? Wahrscheinlich ist der Weg zum Gegner einfach schwerer als der Gegner selber, weil wie gesagt, ich vermute, dass wenn man mit dem Rauchbaum und ein bisschen Schwert kam, den haben wir den relativ easy, aber. So, jetzt warten wir noch einen kleinen Moment, wir müssen ja wieder darüber. Och, Edward, Alter, aber ich hab nichts gemacht. Ich hab den Controller weggelegt. Er ist jetzt alleine rübergesprungen. Jetzt zum zweiten Mal. Ich hab das Gefühl, das Spiel hasst mich gerade. Du darfst das nicht beenden, das ist nicht möglich.
Also Fakt ist, mit Kügelchen ist nicht zu töten. Aber wie gesagt, ich vermute, dass der Gegner dann schwerer. Ja, diesmal, weil du dich so dämlich teilweise euch da anstellst, ey, lieber Edward. Du stellst dich teilweise so dämlich an. Ich spring lieber mit dem Kopf irgendwo gegen den Stein gegen, wo ich aber eine Runde vorher noch aufgegangen bin. So, wo wär's nochmal? Es kann sein, je nachdem, wenn wir es jetzt schaffen, oder irgendwann jetzt in der Nähe, jetzt in Zukunft, werde ich sowieso alles zusammenräumen. Also Fakt ist, wir werden wahrscheinlich über 100 Folgen kommen. Wie gesagt, ich habe dir zweimal hintereinander den Controller weggelegt. Jetzt geh rüber. Geh rüber! Jetzt hat das. Bis mal. Jetzt muss man gleich mal meinen warten. Jetzt mal wieder drüben. Soll er, wie gesagt, soll er. So, jetzt sind wir da wieder da. Okay. Leider gibt es keinen Checkpoint, das ist das Problem an der Sache. So, da haben wir das. Naja, ich vermute, dass wir halt, wie gesagt, auf die andere Seite müssen. Geh da rüber jetzt! Zumindest mal. So, jetzt gehen wir da rüber. Kann ich da rüber nicht? Jawohl. Jetzt Frage, wie geht denn jetzt? Wie willst du. Wie geht das jetzt weiter? Ich hab. Gott sei Dank jetzt. Aber warum mache ich. Als wenn wir schon mal da gestanden hätten. Ja. Wir müssen. Warte mal. Da komme ich doch niemals rüber. Ernsthaft nicht? Warte mal, wie müssen wir das jetzt angehen, das Thema? Wie müssen wir das Thema angehen? Ich komme noch da nicht rüber. Doch. Am Ende der Weisheit wartet der Tod. Sag ja, der Weg ist schwerer als der Gegner. Captain Kenway, immer zu einem Dorn in meinem Auge. Erfüllt dich dieser Mord mit Stolz? Ich habe nur ein Werk vollendet, Torres. Wie du es auch getan hättest. Wie ich es getan habe, denke ich. Dir ist keine Familie geblieben, keine Freunde, keine Zukunft. Die Verluste sind weit größer als unsere. Das mag sein. Aber dein Tod macht ein größeres Übelwett, als ich selbst je begehe. Und daran glaubst du wahrhaftig? Ihr wolltet die ganze Menschheit einsperren in einen watteweichen Käfig. Warm und sicher. Jedoch taub und abgestumpft, jeder Seele beraubt. Also ja. Nach alledem, was ich in den letzten Jahren sah, glaube ich fest daran. Ihr tragt eure Überzeugung gut.
Sie steht euch. Jo, dann haben wir's, Dave. Würde ich sagen, oder? Horus hat etwas Böses erweckt. Sind wir sicher? Da wir den Apparat haben, glaube ich schon. Wie nennt ihr diesen Ort? Captain Kenways Torheit. Also er verursacht, macht das Licht nicht. Wir versiegeln den Ort und werfen den Schlüssel weg. Bis ein anderer Weiser erscheint, bleibt die Tür verschlossen. Hier waren Gefäße, als ich zuletzt hier war. Voll mit dem Blut früherer Menschen, sagte Roberts. Doch, lohnt sich sie fort. Dann liegt es an uns, sie zurückzuholen, bevor die Templer davon Wind bekommen. Dabei könntet ihr uns helfen. Werde ich, aber erst wenn ich daheim alles in Ordnung gebracht habe. Das kam letzte Woche an. Immer zu ein Dorn. Wir haben die Mission beendet. Und damit auch das Spiel. Ich würde jetzt eigentlich nichts mehr kommen. Zumindest keine Hauptmission mehr. Wir haben natürlich die ganzen Nebenquests, aber wir haben es. Wir haben es, liebe Leute. Wir haben das Let's Play beendet. Aufwache. Ich glaube, wir wurden uns noch nicht vorgestellt. Nicht in dieser Epoche jedenfalls. Weil wir, oder was? Ich wünschte, ich könnte das alles erklären. Hey, das ist der Typ, der uns hier Hacker, ne? Gehackert. Die Kurzfassung ist, du hast meine geliebte Juno gesehen. Und für einen Moment dachte ich, sie würde deinen lieblichen Körper einnehmen. Aber irgendwas ging schief. Und jetzt ist sie wieder da draußen, ziellos. Oh, sie war absolut hinreißend. Aus einer Rasse wildschöner, wunderbarer Kreaturen. Sie haben euch erschaffen. Wusstest du das? Dein Volk war nur ein Werkzeug für sie. Das ist alles, was ihr war. Alles, was ihr je sein solltet. Nicht mehr lang, hoffe ich. Denn die Welt ist schon fast reif für ihre Rückkehr. Vernetzt. Bereit für ihr zweites Kommen. Oh, oh. Da kommen sie. Diese Templer. Oder vielleicht die Assassinen. Idioten. Alles ab. Ich beneide dich. Es war ihr Wunsch, dass ich sie hier begrüße. Es war ihr Experiment, das meine Wiedergeburt ermöglichte als eins von diesen Dingern. Und Lem! Auf den Rücken legen! Sofort! Er ist bewaffnet! Führe mich in das Grau, Geliebte! Ich bin dein Instrument! Waffe fallen lassen! Runter damit! Weg mit der Waffe! Oder auch nicht. Sicher! Sicher! Prüf den Puls! Er verblutet! Check das Opfer! Sind Sie okay? Können Sie mich hören? Hallo, sagen Sie etwas. Sind Sie okay? Ich gehe jetzt okay. Es könnte sein, dass ihr tatsächlich das gesehen habt, was ich umgestellt habe. Ich habe ja nicht in-game umgestellt. Aber wie auch immer. Sie sind wahr, Gott sei Dank. Ich habe in-game umgestellt, ich ja. Hoffe, es geht Ihnen gut. Ob ich dich. Können Sie aufstehen? Gut, versuchen Sie zu laufen. Ja, versuchen kann man schon. Der Doktor war hier. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Das Mittel in der Spritze war weit, weit unterhalb der tödlichen Dosis. Das alles tut mir so furchtbar leid. Einfach alles. Unsere Beweise wiesen alle auf Sie. Dabei ging alles von John aus. Gott, was er alles auf seinem Rechner hatte. Was immer Sie brauchen, Sie bekommen es. Das war wirklich gute Arbeit. Wo wir davon sprechen, unser Trailer ist fertig. Wollen Sie ihn sehen? Das schulde ich Ihnen. Das hätten wir. Er ist jetzt in Ihrer Datenbank. Sie können ihn hier ansehen oder im Animus.
Sie werden ihn mögen. Er fängt tatsächlich den damaligen Zeitgeist ein. Bis bald. Und nochmal, vielen Dank. So, Piraten, die Weltmeere beherrschen. Erkennen diese Männer, nichts ist mehr heilig. Und die ganze Welt dreht sich nur um Rum. Beute und Frauen. Hola, Ladies. Diesen Sommer brechen sie mit Abstergo Entertainment zum Abenteuer ihres Lebens auf. Schärfen sie ihre Entermesser, polieren sie ihr Holzbein und segeln sie mit den Teufeln der Karibik. Die Altersfreigabe steht noch aus. Das war jetzt aber ein ganz allein Film. Na denn? Zum Animus zurückkehren. So. Warte mal. Müssen wir denn da lang? Und, naja, was jetzt? Sag was, Idiot. Sieh in das Licht. Ist das nicht die Batterie? Ich glaube, das ist die Batterie. Hallo? Hallo? Entschuldige. Mein Name ist Sean und da hinten ist Rebecca. Meine Komplizin. Hallo. Verflucht gute Arbeit vorhin, meine ich ganz ehrlich. Uns all diese Daten zu beschaffen, ist nur bedauerlich, dass unser Kontaktmann hier drin so ein, also... So. Guadinagua, Oktober 1722. Gentlemen, wie gefällt es euch hier? Es wird uns sicher reichen. Doch unser Ziel muss es sein, uns noch weiter zu verteilen. Unter den Menschen, die wir schützen, zu leben und zu wirken, so wie Altair ibn La'ahad es uns lehrte. Nun, bis es soweit ist, nutzt es nach Belieben. Edward, Captain Woods Rogers Wunden sind verheilt. Er ist wieder zurück in England, entehrt und verschuldet. Bleibt aber gefährlich. Das erledige ich bei meiner Rückkehr. Ihr habt mein Wort. Namt Anne. Edward? In den nächsten paar Monaten segle ich nach London. Es wäre mir eine Ehre, wenn du mitkämst. England ist die falsche Richtung für eine Frau aus Irland. Bleibst du hier bei den Assassinen? Nein, ich habe nicht die Überzeugung im Herzen. Und du? Irgendwann, ja. Wenn mein Geist zur Ruhe kommt und mein Blut sich abkühlt. Schiff voraus! Es nähert sich der Bug! Haben wir doch noch was zu tun jetzt, oder was? Du bist ein guter Mann, Edward. Und wenn du es einst länger als eine Woche an einem Ort aushältst, bist du auch ein guter Vater. Oh, the money that e'er I had. I spent it in good company, and all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me, and all I've done. For want of wit to memory now, I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all.
Und das, liebe Leute, war Assassin's Creed 4 Black Flag. Lange hat's gedauert, es gab einige frustrierende Momente am Ende, aber wir haben es gemeistert. Ich muss zugeben, das ist mein erstes Assassin's Creed, was ich tatsächlich durchziehe. Mit euch, für euch. Weil ich einfach Bock drauf hatte. Es war wirklich eine schöne Story. Wie gesagt, es gab einige frustrierende Momente. Gerade wenn du dann Leute verfolgen musst. Und dann die Dialoge 10, 20 Mal gehört. Das war einfach ein bisschen sehr frustrierend. Auch wie jetzt gerade eben die Mission da mit dem Klettern. Wir haben es aber hingekriegt. Am Ende, final. Wir haben uns durchgebissen. Und haben es tatsächlich am Ende hingekriegt. Danke fürs Zusehen. Mit welchem Projekt es demnächst weitergeht, weiß ich jetzt noch nicht. Wie gesagt, das muss auch ein bisschen an der Zeit liegen. Ihr habt es bei Assassin's Creed gemerkt, das war zwischendurch mal ein bisschen Pause, weil halt einfach die Zeit nicht drin ist. Ist auch bei anderen Projekten so, ist es einfach Privatleben geht vor, Job geht vor. Ich mache YouTube größtenteils nur, also ich mache YouTube als Hobby. Konntest du schon immer ein Boot segeln? Die Jackdaw ist ein Schiff, Jenny. Kein Boot. Aber hast du es denn gekonnt? Nein. Nein, erst als ich Bristol verlassen hatte. Ah, als du Mom. Ich hab deine Mutter nicht. Ich ging jedenfalls nicht ohne Verabschiedung. Es war eine Abmachung, weißt du, zwischen deiner Mutter und mir. Sie sagte was anderes. Sie sagte, du sprachst immer davon, ein Boot zu segeln und in der neuen Welt reich zu werden. Ich wollte immer ein Schiff segeln. Das stimmt. Aber nicht zum Spaß, sondern für uns. Damit sie versorgt ist. Und du? Ich nicht. Mom sagte, du wusstest nichts von mir. Du hättest nur einmal im Jahr geschrieben und sie hätte nie gewusst, wo du gerade warst. Das ist wahr und es tut mir sehr leid. Hätte ich es früher gewusst, wer weiß. Vielleicht wäre ich gekommen. Ich hoffe, das wäre. Nun, du hattest zu tun. Da bin ich sicher. So war es doch. Das wäre egal gewesen. Kann ich dein Boot steuern? Boot? Schiff. Ich sehe kein Boot hier. Du etwa? Ach, ich meinte Schiff. Das weißt du doch. Ich sehe da sowieso keinen Unterschied. Ah, dabei ist es ganz einfach, Jenny. Ein Schiff kann ein Boot tragen. Aber ein Boot kann kein Schiff tragen. Na, dann ist doch alles ein Schiff. Ob groß oder klein, außer mein Spielzeugboot. Das, mit dem ich immer baden gehe. Das hast du sehr klug beobachtet. Ist es schwer, über Caroline zu reden, Jenny? Über deine Mutter? Nein. Sie starb vor vielen Jahren. Sie fehlt mir sehr, doch das geht schon. Hatte sie Schmerzen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Sie war eine ganze Weile sehr glücklich. Dann nicht mehr so sehr. Da habe ich sie kaum noch gesehen. Und dann war sie fort. Das tut mir leid. Tut mir leid, dass ich nicht für dich da war. Ach, schon gut. Jetzt bist du hier. Und wir erleben Abenteuer. Aber nur ein ganz kleines, hoffe ich. Ich vertrage keine großen Überraschungen mehr. Mehr wird halt ein, ne? Glaubst du, wir sehen ein Wal? Ja, das ist sehr gut möglich. Und was ist mit Piraten? Werde ich Piraten sehen? Nein. Das ist sehr unwahrscheinlich, denke ich. Oh, das ist schade. Ich hätte so gerne einen gesehen. Ich sag dir was, Jenny. Sobald sich der Wind etwas gelegt hat, darfst du die Jackdaw steuern. Ein Abstecher ans Ruder, bevor es dunkel wird. Oh ja! So, fertig. Oder auch nicht. Ich habe immer noch eine kleine Überraschung nach. Das genießt man natürlich alles noch, ne? Miss Jennifer Kenway, darf ich mich euch vorstellen? Jennifer Scott, wenn's recht ist. Verzeihung, ich
Ich... Meine Tochter wuchs bei ihrer Mutter auf, Caroline, bis sie vor ein paar Jahren verstarb. Jenny zieht ihren Namen dem meinen vor. Ah, verzeiht meine Unkenntnis. Ich schon, sie vielleicht nicht. Vater, hilf mir! Der kleine Rotzlöffel dagegen ist ein Kenway. Was ist los, Hatham? Ich kann die Bühne nicht sehen. Hoch mit dir. Besser so? Ja, doch wird dein Arm nicht müde? Hey, so alt bin ich noch nicht. Und falls ich ermüde, können wir ja gehen und deine Mutter treffen auf eine Schokolade bei White's. Wie klingt das? Ja, bitte. Gut, still jetzt. Ach, das ist der Sohn von der Tochter, mehr oder weniger. Sein. Gut, wir haben's. Und das, liebe Leute, wenn er jetzt nicht weiter nochmal kommt. Genau. Deswegen halte ich jetzt gerade mal kurz hin. Ja. Gut, also ich habe mein kleines Endplädoyer euch mal wieder gehalten. Danke fürs Zusehen, liebe Leute. Jetzt haben wir nicht mehr allzu viel. Das heißt, wir haben noch nicht mehr allzu viel. Wir haben nichts mehr eigentlich. Zumindest keine Hauptmission. Einzig sind noch die legendären Schiffen, die kriegen wir aber nicht hin. Das wird wahrscheinlich schwierig sein. Dann haben wir noch die ganzen Linksaufträge. Brauchen wir nicht machen. Das ist jetzt alles nur optional. Ich danke euch fürs Zusehen, liebe Leute. Und wir sehen uns demnächst bei einem neuen Projekt wieder. Welches es noch ist, schauen wir mal. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr da einschalten würdet. Bis dahin, irgendwann, halt die Ohren steif. Ciao.